Holzhaufen, 19. Hallo? Ich drücke A, aber nichts passiert. Was ist hier los? Hm. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Nee, hier ist nichts. Muss ich vielleicht noch diese Wandrahmen hier machen? Da brauche ich Nägel. Mache ich mal ein paar Nägel. So, Baumaterialien, Nägel. Ja. So. Dann gehen wir hier hin. So. Und jetzt? Ach so. Alles klar. Alles klar. So, kann ich noch mehr von dem Zweck machen? Ah, jetzt kann ich Wände machen. Brauche ich wieder Nägel. Gut, einen Moment. Wisst ihr, warte, ich mache mir hier gerade ein paar Nägel. So, das sollte reichen. Barren habe ich noch genug zu Hause. Fußboden. 4 Bruchsteine. Schloss, 2 Scharnier. Das macht richtig Spaß, Leute, muss ich sagen. So. Hä? Ich brauche noch Eisenbeschläge. Mist, habe ich keine. Sieht doch schon ganz schick aus, muss man sagen. Ja, und schneiden tut's drin auch. All inclusive. So, gut. Ich muss mal schnell noch ein paar Materialien rüberholen. Ich mach kurz einen kleinen Cut, um euch die Ladezeit zu ersparen. So, hier sind wir wieder in meiner Bude. Ich will euch nur kurz zeigen, ich habe hier noch genügend Dinge. Von dem Zeug brauchen wir ja jede Menge. Und dann natürlich Eisen. Silber brauchen wir sicher auch noch. Und Gold sicher auch noch, aber ich kann nicht so viel mitnehmen. Sonst wiege ich zu viel. Oder wie sieht das gerade im Moment aus? Nee, warte. Ja, seht ihr? Eins vor Übergewicht. Oder wie ich das halt nennen soll. So, hat es hier oben noch was Spezielles? Mal kurz nachgucken. Nee, ich glaube, das war's. Gut, gibt's noch mal einen kleinen Cut. So, hier sind wir noch mal beim Gemischtwarenhändler. Alles steht zum Verkauf. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ich möchte nämlich mal kurz gucken, ob der auch schon so Dinge verkauft. Was wir vor allem brauchen werden, ist Glas, aber das Problem ist, das hat Gewicht. So, dann, ja. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Gut, Stroh brauchen wir auch. Und komischerweise hat er leider kein Lehm. Ich guck nur mal kurz nach. Nee. Nee, hat er wirklich nicht. Gut. Wir sehen uns beim Haus gleich wieder. Weiter geht's. Ja, ich habe mir jetzt jede Menge Sachen gekauft, mitgenommen. Jetzt kann's losgehen.
So, wir brauchen noch Eisenbeschläge. Und schon können wir uns eine eigene Tür basteln. So, jetzt Garten. Was ist das hier? Rüstungsmacherwerkbank. Zwei Bruchsteine, Eisenbarren, Holz. Haben wir ja alles. Gut. Tiergehege. Was brauchen wir? Jetzt brauchen wir Holz, Eisenbeschläge. Eisenbeschläge, Holz. Gut. Wo finden wir, oder besser gesagt, wo kriegen wir Holz? Oh, da wollte ich gar nicht rein. Ist ja jetzt auch egal. Ah, was haben wir hier? Eine Truhe. Aber leer. Ah, hier ist noch eine Werkbank. Ah, hier können wir auch wieder Sachen... Doppelbett können wir bauen. Also ich muss schon sagen, für 400... oder ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube 400 Microsoft Points hat sich das doch echt mal gelohnt. Ich weiß, ihr denkt vielleicht, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, jetzt hier das Drachenblut plötzlich sein eigenes Hütchen baut, aber ganz ehrlich gesagt, Leute, mir macht's richtig Spaß. Ist mal eine Abwechslung, würde ich sagen. Neben dieser ganzen Kämpfer-Sache. Ne? Gut. Jetzt wüsste ich aber gern, wo man Holz herbekommt. Ich denke doch von einer Sägemühle. Und da gibt es bei Flusswald eine. Ich wüsste es gar nicht, wo sonst noch. Und da ich sowieso genug Geld habe, würde ich sagen, kaufe ich einfach gleich mal so viel, wie nur geht. Ja, man kann sich dann natürlich auch noch eine viel bessere Hütte bauen. Also, es ist ja nicht so, dass sie so bleibt, jetzt wie sie ist. Ne? Man kann die natürlich immer wieder verbessern. Und sie sieht natürlich dann auch wieder ganz anders aus. Und. Auch die Inneneinrichtung, ne? Also es ist nicht so, dass es nur so ein kleines DLC ist. Gut, hier hat's irgendwo ein Typ, denke ich mal. Oder kann ich hier was machen? Kannst dies während des Kampfes... Ja, komm. Gut, dann... So, Leute, anscheinend bin ich zu unfähig, das Zeug zu finden. Ich werde es nochmal offscreen nachgucken. Ja, und dann werde ich einfach im nächsten Part dann richtig loslegen und... ja, die Hütte mal so richtig auf Vordermann bringen. Ich werde so richtig viel Material zusammenbringen. Und ja, mal schauen, was sich daraus ergibt. Tschüss.